Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft gestrandet mit der Kurion. Hallo Freunde der Nacht. Ich sehe gerade, du hast hier Werkzeuge und so gemacht, die sind mir noch gar nicht aufgefallen. Doch, ich habe ja vorhin das ersetzt. Da oben ist aber Erde drin. Das ist sowas, was mich stört. Ich habe da keine. Hier, guck mal, hier ist ein Bogen drin. Ich habe nur ein Schwert jetzt gesehen. Da hast du einen Bogen, ja. Ich habe den gerade rausgenommen. Brauchen wir da Pfeile oder kann der das immer? Pfeile sind bei Mob-Drops. Nee, ich habe ja Pfeile, sind ja unendlich. Ich habe ja gar keine. Ah, nee, ich habe drei einstecken. Ja, Entschuldigung, ich hatte welche einstecken, deswegen habe ich mich gewundert. So, was bei Mob-Drops? Pfeile sind bei Mob-Drops, genau. 25 ist natürlich nicht so viel. Sollen wir noch ein paar machen? Ich habe auch noch welche. Pack auf jeden Fall jetzt erstmal die Erde hier raus. Und du kannst Pfeile herstellen aus... Wo ist ein Schnee oder so? Ah, da unten. Haben wir Kies? Ja. Ja, ja. Irgendwo habe ich es gesehen. Kies? Ja, Moment, ich muss gucken, wo. Meins Flint. Ach ja, meine ich ja. Nee, ich glaube, wir haben kein Flint mehr. Ja, aber das kann man doch herstellen. Aus den drei Kies, die wir haben. Ich habe 8 Kies hier. Beim Schnee ist der Kies. Achso, hast du noch Kies? Da ist kein Kies. Ja, ich habe ja noch. Es ist kein Kies mehr da. Wenn du den aus der Kiste rausgenommen hast, ist der Kies weg. Probier mal kurz. Ob das so klappt, wie ich mir vorstelle. Früher ging das mal. Es wird auch jetzt noch gehen, aber ja, du wirst... Ja, genau, Feuerstein. Ja. Geht. Wie viel hast du? 2 Stück aus 8. Super. Wieso habe ich aber nur noch 6 Kies? Achso, weil der Kies sich umwandelt. Überraschung. Ja, was dachtest du denn? Muss die Treppe... Das ist ganz schön garstig, Frau. Nein. Doch, grundlegend schon. Jetzt wissen auch die Zuschauer. Haben wir nicht noch irgendwo Holzstufen gehabt? Edelsteine, Holz. Beim Holz? Vielleicht? Erschlagen ist einfach. Einfach erschlagen. Ihr kriegt's gar nicht mit. Mhm, versuch's mal. So, jetzt habe ich hier die Schandtat ausgetauscht. So. Sehr gut. Das werde ich jetzt hier auch austauschen, ob du willst oder nicht. Was willst du austauschen? Die Erde da oben aus der Truhe raus. Beziehungsweise aus den Teilen der... Wo ist denn jetzt die Schaufel? Jetzt habe ich die Schaufel wieder ausgetauscht. Schwierig. Da sieht's gut aus, da sieht's gut aus. Pflasterstein. Alles weg. Sieht gut aus. Kies, Pflaster, Pflasterstein. So. So, jetzt auch das da oben schön. Boah, noch Kies. Wo kriegen wir Kies her? Im Keller? Wo bist denn du hin? Weg. Frau. Verlass dich. Ich gehe mal davon aus, dass du im Keller bist. Klar, da sehe ich dich schon. Geflüchtet. Da ist doch dein Namensschild. Kies. Sehr gut. So. Machen wir hier. Machst du jetzt? Machst du Zaun rein? Wieso? Was ist da der Vorteil? Wenn da was steht, wenn da so ein blödes Schweinedings steht, ja, dann kannst du es tothauen, ohne dass es dir was tut. Aber die Schweinedings greifen da noch gar nicht an, dachte ich. Aber wenn es da steht, kannst du es tothauen. Das ist deine Lust am Töten. Irgendwie habe ich Angst vor dir. So kenne ich dich gar nicht. Genau, hab Angst vor mir.
Hast du hier die, Was? Irgendjemand war bei uns hier, ist durchs Nethertor gelaufen. Weil? Weil es hier mittlerweile zwei Türen gibt, oder waren wir das mit den zwei Türen? Und irgendjemand hier diese leuchtenden Kürbisse in die Wand gehauen hat. Die habe ich nicht gesetzt. Ja, ich dachte, jetzt du gesetzt. Nö, du weißt ja wahrscheinlich gar nicht, wie das funktioniert mit den Kürbissen. Davon ist auszugehen. Ja. Wobei ich den Unterton nicht mag. Brauche noch Federn, um Pfeile herzustellen. Bitte? Brauche noch Feder, um Pfeile herzustellen. Federn habe ich 10 Stück in der Tasche. Kommst du mal raus, oder? Nö. Ich bin gerade gut hier. Kannst ja zu mir kommen, wenn du möchtest. Darf ich? Kannst du ja mal versuchen. So, ich will noch ein bisschen Flint herstellen. Hier im Nether ruckelt es ganz arg. Ja, das ist, das hat auch jemand geschrieben, die gleichen Probleme hat er auch, also. Wer hat es geschrieben? Genau, richtig, der hat auch in den Kommentaren geschrieben, dass er genauso Probleme hat. Dass es da auch zu Performance-Problemen kommt. Und dass das, wahrscheinlich dann normal ist. Dass das zum Ruckeln führt. Bei uns auf dem Server ist das nicht so. So, da ist das zweite Nether-Tor. So, ich komme jetzt mal zu dir. Feuerbogen habe ich. Hast du Cobblestone dabei? Wie viel brauchen wir denn? Ich habe 60. Bring mal, ich habe eben alles in die Tasche gepackt, ich doofe Nuss. 60 hätte ich. Mmh. Zu wenig? Ich komme nochmal wieder und. Soll ich mitbringen? Ich kann hochgehen kurz und hol Cobblestone. Ja, hol mal bitte oben Cobblestone und wenn da Cobblestone-Treppen sind, bring bitte welche mit. Mhm, okay. I will do so, madam. Sehr gut, sehr gut. Kann ich die Holztreppen auch oben ablegen? So einsam und still hier ohne dich. Ist doch gut. Ist doch entspannend, oder? Holz ist hier, dann machen wir die dahin und das dahin. Kannst du mir noch eine Schaufel mitbringen, bitte? Kann ja eine machen. Oder zwei oder so. Cobblestone, wie willst du denn? Bring alles, was du hast, mit. Alles, was ich... Da haben wir eine Menge. Jetzt ist mein Inventar so gut wie voll. Ich will nur kurz den Sand ablegen. Schneekies, Cobblestone. Holz, Edelmetall. Ich habe keine Ahnung, wo Sand drin ist, aber... Sand ist da auf unten, der Rückseite. Auf der anderen Seite, ja. Auf der anderen Seite mit dem Glas zusammen. So, was wolltest du noch? Ich habe jetzt eine Workbench, habe ich, ein Bett habe ich. Cobblestone, eine Schaufel. Eine Schaufel habe ich noch, die kannst du von mir haben. Wobei, ich mache nochmal eine. Ich höre hier wieder so ein beschissenes Baby, verdammt. Na, noch auf jetzt. So, ich komme runter. Da ist dieses Gastding. Warte, wo ist mein... Hier ist mein Bogen. Hat das auch einen Bogen? Nein. Na klar. Hast du ja gerade gesagt. Weg. Da ist er. Also du hast die Kürbisse nicht reingesetzt, das ist ja interessant. Nein, natürlich nicht, da war jemand. Bist du durch die Metalltür oder die Holztür? Durch die Metall. Wir hatten ja eigentlich eine Druckplatte eingebaut. Komm hier nicht hoch, ich. Mein Schwert ist auch so gut wie kaputt. Warte mal, soll ich nicht meinen Kram unten ablegen, bevor ich zu dir komme? Drecksstück, jetzt stirbst du. Ja, ich hab dich getroffen, genau. Ganz schön sauer da oben. Egal. In your face, bitch. Heißt alles. Soll ich mal das hier, das Brennen ausmachen? Mach mal. Tot. Bist du oben? Jo. Ich hab ne Gasträne. Eine
Eine Gasträne. Ja, diese Dinger heißen Gas. Und wenn du die Gas... Du, bist du da hoch, wo wir so eine Art Treppe in die Wand gezimmert haben? Ja, ich komme jetzt zu dir. Ist aber auch hier alles leicht entzündlich. So. Wo bist du denn? Keine Ahnung. Ich bin in den Vorraum unten. Also hier ist massig Kies. Bist du gegenüber oder an einem Tor? Ich habe die Orientierung verloren. Bist du bei dem anderen Tor? Nee. Das ist auf der anderen Seite. Da ist das andere Tor. Wo bist du? Da, ich komme. Ah, ich sehe dich. Ich hab den ganzen Kram dabei, gell? Wenn ich sterbe, ist er schlecht. Nee, du stirbst ja nicht. Ich sterbe ja. Weil ich bin ja hier. Warte, ich halte dir das Skelett vom Hals. Ist eine Stufe. Nee, nix. Ich denke, die greifen nur an, wenn du angreifst. Achso, okay, alles klar. So, also komm. Hier runter. Ja, willst du Cobblestone haben? Weil ich habe jetzt die Tasche voll Cobblestone. Wenn wir verrecken, wäre der Cobblestone hier. Hast du Stufen mitgebracht? Ja, die muss ich nur kurz holen. Du Held, dann lass mir doch den Cobblestone da. Nein, ich habe eine Workbench. Halt du mir den Rücken frei, ich setze einen Workbench und mach Stufen. Willst du Cobblestone Stufen haben? Ja, bitte. Wie viel? Keine Ahnung, gib mir erstmal Cobblestone, bitte. Moment. So, 64? Hier sind 64 ja. Stufen. Dann hast du nochmal Cobblestone. Nochmal Cobblestone. Na, jetzt haut's wieder ab. Ja. Hier backt irgendwie ein roter Stein rum. Wir lassen bucken. So, ich nehme mit. Ja. Sicher, dass man hier ein bisschen ab die Lava, oder? Bevor hier einer reinrennt von uns. Ach so, ich wollte es anders machen. Das brauchst du gar nicht so machen. Oh Gott, jetzt habe ich fast in die Lava gefallen. Was machst du denn hier? Ja, was machst du denn da? Wie baust du das verdammt? Warum bist du so sauer? Ich bin sauer. Ja klar, du bist wieder grundaggressiv. Ach, Shitkram. Hast du Wasser dabei? Nein. Nee, natürlich nicht, ne? Seht ihr, das kommt von sowas. Der liebe Gott rächt sich sofort. Ja, ich räche mich auch gleich, indem ich dich in die Lava schütze. Du bist doch aggro und brennst. Ich doch nicht. Burn, baby, burn. Kann ich ausschlagen. Hast du noch Cobblestone für mich, bitte? Jo. Natürlich, für so einen netten und zuvorkommenden Menschen habe ich natürlich immer Cobblestone. Guck mal, am Ende liegen sogar noch zwei Stacks. Soll ich vielleicht eine Wand einziehen bis darüber? Könnte man den Weg zum... Ich könnte so eine Röhre machen bis hier rüber, oder? Von der Treppe aus. Also du kannst mal jetzt... Ich denke mir mal, das ist so hoch genug. So wie es jetzt ist. Warte, noch eins. Bitte. So, noch so. Was darf drauf. Ich denn, meine Herrin? Du darfst das jetzt hier so runterbauen. Was so runterbauen? Ja, hier die Mauer fertig machen, bitte. Wie, bis wohin denn? Bis nach unten. Verstehe ich nicht. Die Mauer ist doch bis nach unten. Eine gerade Mauer, oder willst du das so zackig lassen? Jo, Hauptsache man fällt nicht runter, ne? Ja, Hauptsache es sieht hässlich aus. Das ist ja zweitrangig. Wir sind ja nur hier auf einer Mission. Ich dachte, wir verbinden jetzt die Tore miteinander. Können wir ja. Sollen wir was drum bauen ums Tor? Ich dachte Cobblestone, damit wenn diese Gas schießen, dann dass das nicht brennt. Ja. Und vor allem entstehen dann auch keine Löcher. Dann hacke ich mal hier den Boden raus. Oh, das Lava direkt runter. Das werden wir direkt mal abstellen. Nichts.
Machen wir aber nicht so groß wie drüben, gell? So ein Gang an jeder Seite langt. Oder? Hier ein Gang. Eine breit zum Torabstand, meine ich. Ja. Da kann man hier Stufen dran setzen. Gut. So, dann ziehe ich mal eine Wand hoch, oder? Dann machen wir zwei breit. Der Seelenstein sieht geil aus. So. Wie weit? Nur bis Höhe des Tores, oder? Nicht übers Tor drüber den Stein, oder? Nee, Frage ist, machen wir das überhaupt komplett zu? Ja. Okay. Hat dann über den... Wo kommt man raus, wenn wir hier durchgehen? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich am Dorfplatz, könnte ich mir vorstellen. Probier's mal. Moment, erstmal baue ich das Ding fertig. Muss ich ja machen. Ja. Nee. Doch, am Strand. Ja. Du kommst direkt am Strand raus. Das stand doch vorher woanders. Nee, das Haupttor steht direkt am Strand. Ja, aber vorher stand's doch hier, da wo das Wasser ist. Das stand vorher rechts vom Strand und nicht direkt am Strand. Vielleicht hat jemand noch ein Tor gebaut. Ja, die haben es anscheinend versetzt. Das Tor. Okay. Au! Ach, du bist beschossen. Ich hab geschossen. Ich hab jetzt Pfeil und Bogen dabei und hab ich gedacht, ich schieß einfach mal auf die doofen Viecher. Ja. Wo du dich wehren kannst, da bist du wieder groß. Aber die armen Seelen der Schweinchen, ne? Doch. Ich hab sie erlöst. Wir sind übrigens in einer kleinen Überlänge in dieser Folge, also nur minimal. Und wir werden jetzt diese Aufnahme erstmal beenden. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr vom Nether sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare oder schreibt, nein, ich habe keinen Bock auf Nether, macht da was anderes. Ich find's ja viel schöner, wenn ihr euch streitet oder keine Ahnung. Seid kreativ. Oh. So. Das war's mit meiner Hacke. Wir sehen uns zum nächsten Teil. Die Stufe ist ein bisschen knapp, oder? Wo willst du denn hier reingehen? Hier, so an der Seite. Hier, das reicht doch, oder? So, schauen wir mal. Wir sind zum nächsten Teil von Minecraft gestrandet wieder. Schönen Abend noch. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.